Ein Blick aus der Luke zeigt, warum wir noch im Hafen der Insel Arnhold liegen. Laut Wetterbericht wird die Front aber im Laufe der Nacht durchziehen und es folgen gute Bedingungen für die Weiterfahrt Richtung Süden. Die Voraussagen stimmen und der Tag begrüßt uns mit angenehmem Segelwetter. Wir starten früh am Morgen zur Überfahrt auf die Insel Samsø. Bei Wind aus Norden setzen wir den Genacker und segeln Vorwind in den Samsø-Belt. Wir erreichen die Marina von Ballen erst in der Dunkelheit. Müde machen wir die Leinen fest und genießen noch ein Anlegerbier, bevor wir erschöpft, aber glücklich in unsere Kojen fallen. Nach einem Ruhetag im Hafen nehmen wir Kurs Richtung Fyn. Auf den letzten Meilen vor der Marina Bogensee entdecken wir bei Eblö einen wunderschönen und idyllischen Ankerplatz. Kurzfristig ändern wir unseren Plan und bleiben hier für eine Nacht. Nach einer ruhigen, erholsamen Ankernacht segeln wir bei traumhaften Windverhältnissen in die Marina Bogensee. Da aber die Bedingungen für unsere Weiterfahrt ideal sind, verlassen wir diese auch schon wieder am nächsten Morgen. Je näher wir dem kleinen Belt kommen, umso unruhiger wird die See. Es läuft eine ordentliche Strömung aus Süden gegen den Wind von Norden. Es entsteht eine ungemütlich kurze und ziemlich hohe Welle. Erst ab Höhe des Hafens von Fredericia beruhigt sich der Wellengang.
Der Gegenstrom von über 2 Knoten bleibt. Bei Wind aus Südost setzen wir bereits im Hafenbecken von Assens die Segel, queren den Alsenbelt, kreuzen in den Alsfjord und fahren weiter unter Motor Richtung Sonderburg. Nach der Klappbrücke passieren wir den Stadthafen von Sonderburg. Unser Ziel ist jedoch der wesentlich ruhigere Hafen von Hörupaf. Beim Verlassen des geschützten Alsund in Richtung Süden erwarten uns sehr ungemütliche Bedingungen. Wir haben Wind und Welle genau von vorne und kämpfen uns unter Motor bis in die Bucht von Hörupaf. Der sehenswerte Sporthafen von Maasholm liegt geschützt unweit der Schleimmündung und bietet ein sehr idyllisches Ambiente. Noch im Dunkeln werfen wir die Leinen los und werden bei der Ausfahrt aus der Schlei mit einem atemberaubenden Farbenspiel des Morgenlichts belohnt. Thank you.
vor allem wegen der Schleusenanlage zum Nordostseekanal in Holtenau ist die Kieler Bucht ein sehr stark befahrenes Seegebiet. Das Queren des Seeweges erfordert vor allem wegen der Berufsschifffahrt hohe Aufmerksamkeit. Mitte September erreichen wir den Hafen der Clemenswerft in Großenbrode. Von hier sind wir vor über 3 Monaten in unser Abenteuer gestartet. Und hier wird auch unser Winterplatz sein. Mitte Oktober kommt unser Schiff aus dem Wasser und übersiedelt in die Halle. Dort werden die notwendigen Arbeiten durchgeführt, um im März startklar für die neue Saison zu sein. Nach den letzten Tagesturns in der Lübecker Bucht beginnen wir schweren Herzens mit den Vorbereitungen für das Winterlager und den Besorgungen für die fehlende Ausrüstung.